Schön. Schönen guten Tag, Herr Pfarrer. Bitte setzen Sie sich. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Ja, nun ist ja gut. Nur hör mal auf mit der Heulerei. Das ist ja schlimmer wie bei der Flutkatastrophe im Oderbruch. Was soll der Herr Pfarrer denken, wenn ihr einen Tisch unter Wasser setzt? Herr Backe, Ihre Frau soll Ihrem Schmerz ruhig Ausdruck verleihen. Das tut der Seele gut. Na, nun haben Sie was gesagt. Du willst überhaupt keinen halten mehr. Du reicht es aber! Denk doch mal. Aber ja, so ist er, verstehen Sie? Also. Ihnen ist ein teurer Angehöriger verstorben? Na, mir nicht, ihr, hören Sie ja. Liebe Frau Backe, ich möchte Ihnen mein herzlichstes Beileid aussprechen. Na, vielleicht kannst du wenigstens mal ein kleines Danke rausquetschen. Also, Herr Pfarrer, Sie ist völlig mit dem Hintern in den Disteln, ja? Also. Sie reden, ja, möchten Sie mir vielleicht sagen, wer Ihnen verstorben ist, liebe Frau Backe? Also mal so gesagt, sein Verfallsdatum war schon eine ganze Ecke abgelaufen. Wart nicht! Hätte gut und gerne noch 2-3 Jahre machen können. Also, wäre ich aber mit dem Toaster in die Badewanne gegangen. Lieber du wie er. Du hast ihn doch vergiftet. Er hat Dr. Edgar gehasst, Herr Pasta, weil er ganz genau gewusst hatte, Dr. Edgar, mein Herzen viel näher war als wie er. Ich habe Dr. Edgar geliebt, ja, und hier, er hat ihn umgebracht. Also, sie hat doch eine Macke jetzt. Hier, gib mal her, hier. So, hier, da bitte, Herr Pfarrer. Da, sie hat ihn mitgebracht. Oh, er hat ihn umgebracht, weil er eifersüchtig war. Ich war eifersüchtig auf den Hamster, wa? Also. Natürlich warst du eifersüchtig. Ja, du wolltest doch nie, dass ich morgens mit ihm alleine frühstücke. Ja, immer diese Tatzenspuren auf der Butter, also. Bitte, bitte, einen Moment, bitte. Das ist mir jetzt völlig klar. Du hast ihn vergiftet. Na, eher hätte ich dich vergiftet, aber. Bitte, Sie müssen mir helfen, bitte. Dr. Oetker, der Verstorbene. Ist ein Hamster? Ja, und sein Name ist Dr. Oetker. Keiner weiß warum. Fragen Sie mich nicht. Also, ich weiß es. Aber ich verrate das nicht. Nee, nie. Was sehen Sie, der freut sich, der Dr. Oetker tot ist, Herr Pasta. Nur kriegen Sie doch mal die Krawatte an. Die hat er extra umgebunden, nur um mal zu ärgern. Also, Herr Pfarrer, in meiner Ehe herrscht Freizügigkeit, wa? Wenn sie trauert, kann ich mir doch freuen, wa? Ich sag, trauer du, ich lach mir tot. Hier los eine Fassung, ich bin Preuße. Du bist ein Mörder. Herr Pfarrer, könnten Sie vielleicht mal ganz kurz ein bisschen rausgehen, weil ich muss meiner Frau was in einer gewissen Lautstärke sagen, dass der liebe Gott vielleicht besser nicht hören sollte. Ja, also. Der liebe Gott kennt ohnehin alles, weiß alles. Ach du Scheiße. Aber nun eine Frage, liebe Backes. Was kann ich, ein Pfarrer, für Sie tun? Na, du sagst ihm. Ich hab dir gleich gesagt, er bricht sich die Rippen vor Lachen. Na, jetzt traut sie sich nicht. Also, Herr Pfarrer, halten Sie fest. Sie sollen nicht Abrede halten. Ja, genau. Und da soll drin sein, wie lieb er war, wie süß er war, was er alles für die Familie getan hat. Du brauchst ja nicht abwinken. Nee, du kannst froh sein, sonst wären wir nämlich ja nicht mehr zusammen. Also, Herr Pfarrer, Sie behaupten seit 3 Jahren, der Dr. Oetker hätte ihr in unserer Ehekrise geraten, sich nicht von mir zu trennen. Ja, hat auch. Sie meinst ja, der Hamster hätte mit ihr gesprochen. Ja, hat auch. Karl Jans genau gehört, wie er gesagt hat. Hilde hat er gesagt, verlasse Günther nicht. Ja. Der verstorbene Hamster hat zu Ihnen gesprochen. Ja, genau. Ja. Bei den Tierschützern ist sie eine Heilige, ja. Da nennen sie die Hamsterflüsterin. Ja, bin ich auch. Ich kann Hamster so ja zum Schmunzeln bringen. Ja. Vielleicht war sie in ihrem vorigen Leben selber mal Hamster. Na los, mach mal vor. Na los, mach schon. Zack. Guter Frau, wa? Na, mach's mal da. Da bring ich's.
habe sie schon bei Harald Schmidt angeboten. Das ist wirklich sehr komisch. Darf ich noch mal sehen, bitte? Dann ist er anscheinend satt. Ich fühle mich etwas überfordert. Ich habe noch nie einen Hamster beerdigt. Ja, Sie müssen, Herr Pfarrer, Sie müssen. Sonst muss ich die Dachrinne in die Wohnung verlegen, damit sie ungestört abheulen kann. Ja. Wir haben ja schon die Grabstelle gemietet, war auf dem Tierfriedhof. Die wird in einer Woche frei, dann kann Olle Oetker hier zugeschaufelt werden. Wie in einer Woche erst? Der Hamster, der Kadaver, verwest doch. Dr. Oetker ist kein Kadaver. Entschuldigen Sie, das tote Tier. Dr. Oetker war noch nie ein Tier. Oh Gott, ja, können Sie ihn denn so lange aufheben, der Waren aufbewahren, Herr Backe? Ja, kein Problem, er wird nicht riechen, weil wir frieren ihn ein. Ja. Dann liegt er genau zwischen dem Pommes frites und dem Iglu-Spinat. Also, das ist alles schon geklärt. Also, ich hab schon lange aufgehört, mir zu ekeln. Also. Dr. Oetker ist nicht eklig. Nee, das war der nie. Der ist so ja in seinen Tod. Ist er noch ganz lieb und ganz süß und alles. Was? Er lebt! Er ist wieder auferstanden, Herr Pastor! Eine Auferstehung, ein Wunder! Hörtilein, Hörtilein, komm bei Mama! Komm bei Mama, komm bei deine liebe kleine Mama! Oh, Hörtilein, oh, da freut sich aber deine liebe kleine Mama Jünter! Du hat mein Leben wieder einen Sinn bekommen! Ja, genau den, der mir gerade abhandengekommen ist. Auf Wiedersehen, Herr Pastor! Ja, Wiedersehen, so. Und vielen Dank nochmal, ja. Hier schon mal vor, entschuldige, Herr Pfarrer, eine Frage. Könnten Sie vielleicht in 2-3 Tagen noch mal einen Termin für uns machen? Gern. Worum soll es denn dann gehen, Herr Backe? In derselben Sache, Herr Pfarrer. So.